Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe in meiner 10-jährigen Abgeordnetenzeit selten eine so ideologische Debatte erlebt wie zum Betreuungsgeld. Es wird von der Opposition kräftig schwarz-weiß gemalt. Der Vorwurf der Opposition, den könnte man so zusammenfassen: Eltern schaden ihren Kindern. Und das ist Unsinn. Sie sagen, nur wer mit einem Jahr in der Kinderkrippe ist, der hat Chancen im Leben. Das ist falsch. Es geht beim Betreuungsgeld um Ein- und Zweijährige, also ganz kleine Kinder, nicht um Kindergartenkinder. Und vielfach unterstützen zum Beispiel die Großeltern die Mütter, die Väter bei der Betreuung ihrer Kinder. Und die Argumente, die sie gegen die Betreuung zu Hause bringen, die beleidigen nicht nur die Eltern, sondern auch die Großeltern. Sie wollen entscheiden, was gut und schlecht für Familien ist. Das wissen die Familien aber selber viel besser. Darum wollen wir die Wahlfreiheit stärken. Wir ermöglichen die Wahlfreiheit durch das Betreuungsgeld und den massiven Ausbau der Kinderbetreuung. Und es geht beim Betreuungsgeld nicht um Leben und Tod, wie das hier in der Debatte scheinbar vorgetragen wird. Und Sie von der SPD, Sie haben 2007, 2008 dem Betreuungsgeld zugestimmt damals. Sie haben dem zugestimmt. In der Großen Koalition, wir haben es in das SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe geschrieben, Paragraph 16 Absatz 5, Sie haben ja alle die modernen Geräte, lesen Sie mal nach, SGB VIII, Paragraph 16 Absatz 5, dort ist geregelt, ich zitiere wörtlich, dass ab 2013 für diejenigen Eltern, die ihre Kinder von 1 bis 3 Jahren nicht in Einrichtungen betreuen lassen wollen oder können, eine monatliche Zahlung, zum Beispiel Betreuungsgeld, eingeführt werden soll. Und wenn Sie es heute nicht mehr wahrhaben wollen, die meisten, die hier sitzen, haben dem damals zugestimmt. Und Sie, Herr Steinbrück, haben das damals als vernünftigen Kompromiss bezeichnet. Wörtliches Zitat, Herr Steinbrück, 28. Februar 2008. Ich freue mich, dass wir gemeinsam diesen vernünftigen Kompromiss gefunden haben. Herr Steinbrück, heute nennen Sie Kompromisse Kuhhandel und das Betreuungsgeld frauenfeindlich. Erinnern Sie sich an Ihre frühere Meinung. Darum sage ich Ihnen, Sie sollten das Betreuungsgeld hier nicht verteufeln. Sie haben selber schon mal diesen Kompromiss mitgeschlossen, mit ins Gesetz geschrieben und es als guten Kompromiss bezeichnet. Es war nicht Ihr Herzensanliegen, zugegeben, aber Sie haben es mitgetragen und als guten Kompromiss bezeichnet. Wir haben in der sozialen Pflegeversicherung eine Parallele zum Betreuungsgeld. Auch dort gibt es Geldleistungen und Sachleistungen, die Pflege zu Hause und die Pflege im Pflegeheim. Bei der Pflege zu Hause spricht überhaupt niemand bei der Geldleistung von einer Herdprämie oder Fernhalteprämie. Bei der Pflege zu Hause spricht auch niemand davon, dass die Eltern schlecht gepflegt werden, weil sie zu Hause gepflegt werden und nicht im Pflegeheim. Bei der Pflege zu Hause haben wir uns das richtige Gefühl bewahrt, wie wichtig und gut die Betreuung durch die Familie ist. Die Wahlfreiheit in der Pflege ist gut und richtig, und die Wahlfreiheit in der Betreuung ist auch gut und richtig, und darum werden wir sie ermöglichen. Sehr geehrte Damen und Herren, der Staat darf kein Betreuungsmodell einseitig bevorzugen. Er darf nicht nur einseitig die U3-Betreuung ausbauen, er muss auch andere Lebensentwürfe der Eltern unterstützen. Und es darf nicht das Privileg reicher Eltern sein, ihre Kinder selbst betreuen zu können. Das müssen sich auch Eltern mit geringerem Einkommen leisten können. Wir haben nun den vorgelegten Gesetzentwurf noch in wichtigen Punkten geändert. Wir haben klargestellt, dass Eltern-Kind-Gruppen, Krabbelgruppen und Ähnliches keine regulären Betreuungsplätze im Sinne des Gesetzes sind, darum fürs Betreuungsgeld unschädlich. Und wir haben die Härtefallklausel massiv ausgebaut. Bei schwerer Krankheit, bei schwerer Behinderung sind 20 Wochenstunden im Durchschnitt des Monats für die Betreuung unschädlich. Und dann kann man in einer Woche auch mal 30 oder 40 Stunden nehmen, wenn es sich im Durchschnitt des Monats ausgleicht. Das entspricht der Lebenswirklichkeit. In so einer Situation brauchen die Eltern Unterstützung, zum Beispiel durch einen Betreuungsplatz. Wir schaffen ein Wahlrecht. Neben dem Bargeld
Vorsorge fürs Alter mit einem Bonus von 15 Euro und das Bildungssparen, Vorsorge für die Bildung der Kinder. Da kommen 3.630 Euro zusammen, Geld, das die Eltern gut gebrauchen können, wenn die Kinder in der Bildung Förderung brauchen. Und die Rentenleistung und das Bildungssparen können auch Hartz-IV-Empfänger anrechnungsfrei in Anspruch nehmen und so Vorsorge treffen fürs Alter oder für die Bildung der Kinder. Dieses Gesetz bringen wir heute ebenfalls ein. Wir haben viel getan und wir sind weiter dabei. Wir haben den Rechtsanspruch eingeführt, gemeinsam mit Ihnen zum 1. August. Wir führen heute das Betreuungsgeld zum 1. August 2013 ein. Wir haben die U3-Betreuungsplätze massiv ausgebaut. Noch nie hat eine Regierung so viel gemacht bei der Unter-3-Betreuung. Wir haben 4 Milliarden Euro dafür gegeben. Und wir fördern 30.000 weitere Betreuungsplätze mit 580 Millionen Euro. Und schließlich beteiligen wir uns künftig an den Betriebskosten mit einem Bundeszuschuss von 845 Millionen Euro. Wir haben also viel getan. Erfreulich ist übrigens, dass die Länder jetzt dem Kompromiss zugestimmt haben, den Vermittlungsausschuss nicht anrufen. Das ist eine wichtige Information für die Gemeinden, dass es weitergeht mit dem Ausbau der Kinderbetreuung. Wir müssen aber auch ansprechen, wir haben ja die Wochen die Zahlen vom Statistischen Bundesamt bekommen, danach fehlen bundesweit noch 220.000 Betreuungsplätze. Das waren die Zahlen vom März. Seither hat sich auch viel getan. Es gibt also noch viel zu tun. Und bemerkenswert ist bei den Zahlen vom Statistischen Bundesamt, dass die von den Ländern gemeldeten Zahlen mit den Zahlen vom Statistischen Bundesamt nicht in Einklang zu bringen sind. Das rot-grüne Nordrhein-Westfalen, Herr Steinbrück, ist nicht nur Schlusslicht aller Flächenländer, was die Deckung angeht, sondern hat eine in der Größenordnung von 30.000 falsche Zahlen gemeldet. Da muss man wirklich politische Motive unterstellen. Herr Steinbrück, dieses rot-grüne NRW sollte sich mal an Bayern ein Beispiel nehmen. Die haben nicht nur gute Zahlen, sondern die melden auch die richtigen Zahlen. Und Herr Steinbrück, als Sie das Land als Ministerpräsident verlassen haben, da gab es 4% unter 3 Betreuungsplätze. Das war überhaupt kein Anliegen von Ihnen. Diese Neigung für Familienpolitik haben Sie erst seit einigen Tagen entdeckt, seitdem Sie Bundeskanzlerkandidat sind. Ich fasse zusammen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir ermöglichen die Wahlfreiheit durch den massiven Ausbau der Kinderbetreuung und durch das Betreuungsgeld. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Karin Marx für die SPD-Fraktion.